Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Bastelvideo. Mein Name ist Karin von Stempelpünktchen und ich werde euch heute in meiner neuen Videoserie Dienstags Do It Yourself zeigen, wie man diese kleine Box hier macht. Und das Besondere daran zeige ich euch hier in diesem Beispiel. Man kann das aufklappen und dann erscheint hier so ein kleiner Jahreskalender, den man sich auf den Schreibtisch stellen kann. Und versteckt hier, wenn man anzieht, ist noch eine kleine Lade und in die habe ich einen Adventkalender reingegeben. Gut, man kann das Ganze dann auch wieder so zusammenklappen. Hier habe ich das Ganze auch in Flieder gemacht. Aber wir werden heute diese Version in Rauchblau nachbasteln. Mit einem etwas anderen Designerpapier, aber aus derselben Reihe. Wir starten also mit Farbkarton in Rauchblau. Wir brauchen dazu 3 Stücke Farbkarton in Rauchblau. Und zwar das erste für die Außenbox. Dazu, ich habe hier auch schon einen neuen Papierschneider in Verwendung, damit ihr euch den mal etwas näher ansehen könnt. Also das erste Stück für die Außenbox soll 17 cm mal 13,6 cm groß sein. Dann brauche ich auch mit 17 cm mal 11 cm noch ein Stück für den Aufsteller, wo dann der Jahreskalender draufkommt. Und für die Innenlade brauchen wir ein Stück mit 13,2 cm. Mal 9,7 cm. Damit wir dann das ganze Schneidbrett gleich zur Seite geben können, fangen wir noch an, das Ganze zu falten. Falzen natürlich, nicht falten. Die Außenbox, das Stück für die Außenbox, müssen wir dazu auf der langen Seite bei 8 cm und bei 9 cm falzen. Und auf der kurzen Seite jeweils bei 1 cm. Das Stück Farbkarton für den Aufsteller falzen wir auf der langen Seite bei, ups, jetzt habe ich es geschafft, dass die Falzklinge rausgefallen ist. Gut. Bei 7,3 cm. Und dann nochmal bei 14,8 cm.
Und die Lade, das Stück für die Lade, wird rundherum bei 9 mm gefalzt. Ich habe noch etwas Angewöhnungsphase bei dem neuen Schneid- und Falzbrett, weil das wirklich bombig hält, wenn es erstmal zugeklappt ist, diese Schiene, und man die dann nur hier oben am besten hochheben kann. In der Mitte funktioniert das nicht so wie bei dem alten Schneid- und Falzbrett. So, gut. Dann haben wir den Farbkarton zurecht geschnitten und gefalzt. Und damit wir dann das Schneidbrett wirklich endgültig zur Seite legen können, schneiden wir uns auch gleich noch das Designerpapier zu. Ich habe dazu dieses Stück Designerpapier ausgewählt, das wir gleich verwenden werden. Ich will euch aber das ganze Designerpapier zeigen. Und zwar, das ist das Designerpapier Winterzauber. Und da gibt es wirklich sehr viele wunderschöne, verschiedene, verkehrt herum, Motive bei diesem Designerpapier, wie ihr es sehen könnt. Also ich finde das wirklich, wirklich schön und sehr vielfältig. Und wenn man das Ganze umdreht, dann hat man hier noch ganz viele verschiedene Motive in Weiß mit Silber. Gut, aber wie gesagt, wir verwenden dieses Stück hier. Und wir brauchen jetzt zwei Stück Designerpapier mit den Maßen 7 x 10,5 cm. Ich will eher diese Seite verwenden. Also lege ich es so rum an. Okay, das war's jetzt für das Schneid- und Falzbrett. Ganz am Schluss brauche ich es nochmal für den Spruch, aber das sind die ganzen Stücke Designerpapier und Farbkarton, die wir hier zum Basteln dieses Projekts brauchen. Dann fangen wir mal an mit dem Stück für die Außenseite der Lade. Am besten einfach das Falzbeil nehmen und mal alle Falzlinien nachziehen. Dann brauchen wir die Schere und schneiden hier diese mittleren beiden Falzlinien bis zur Kante ein. Gut, und damit nichts rübersteht auf der linken Seite, also wenn man das zusammenfaltet, dann ist das hier dann die Oberseite und die Unterseite. Hier schneide ich so kleine Dreieckchen raus, damit das später, wenn man das Ganze so zusammenklebt, nicht irgendwas vorsteht. Ich
gegenüber das Ganze auch. Und dann nehme ich den Tombo und gebe Kleber. Das war jetzt etwas viel. Auf diese zwei kleinen Laschen als erstes und versuche die mal rechtwinklig und da kommt auch schon etwas Kleber hervor, weil das zu viel war. Rechtwinklig hier so zusammen. Ich hoffe, ihr könnt das auch gut sehen. Und dann gebe ich Kleber noch auf diese Seite der Klebelasche, weil ich will, wenn das die Oberseite ist, dass die Klebelasche, die jetzt eben ganz ist, wo ich nicht die Ecken abgeschnitten habe, dann eben die Außenseite und eine ganze Seite bildet, damit das dann hübscher aussieht. Selbiges auf der anderen Seite. Auch versuchen halbwegs bis an den Rand, damit das dann schön zusammenhält und nicht irgendwo was absteht. So, das ist dann auch schon mal das Grundgerüst für unsere Lade und dann den Aufleger. Das Stück für die Lade haben wir rundherum bei 0,9 cm gefalzt oder 9 mm. Und auch das hier ziehen wir jetzt mit dem Falzbein einfach mal rundherum nach. So, bevor wir das jetzt zusammenkleben, ganz, ganz wichtig, wollen wir ja auf der Vorderseite der Lade eine kleine Schleife durchziehen, damit man an der Schleife anziehen kann und die Lade leichter rausbekommt. Dafür habe ich hier so ein Lochwerkzeug, das gibt es leider nicht mehr zu kaufen von Stampin' Up. Und das ist einfach einfacher, wenn man das macht. Solange man das noch nicht zusammengeklebt hat. Da mache ich so ein kleines Loch damit. Und dann kann ich weitermachen und die Lade zusammenkleben. Das heißt, ich schneide hier wieder entlang der Falz bis zur nächsten Falz ein. Und schneide wieder zwei kleine Dreiecke raus, um eine Klebelasche zurechtzuschneiden. Und das Ganze mache ich jetzt mit allen vier kleinen Quadraten, die da am Rand entstanden sind, im Uhrzeigersinn gedreht. Dann klebe ich das Ganze zusammen. Einfach Kleber auf die Klebelasche und immer kurz zusammenhalten. Damit es dann auch der Kleber anzieht und kurz trocknet. Das dauert nur ganz, ganz kurz, aber man muss halt da etwas noch zusammenhalten.
Und dann nehmen wir auch schon das Stück Band. Oh, da geht es nochmal auf. Habe ich nicht lang genug zusammengedrückt. Das Band nehme ich hier jetzt einfach, oh, ich habe es etwas kurz abgeschnitten und mache einen Knoten hinein, einfach einmal so durchziehen. Ich habe da dieses, oh, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt jetzt, dieses Glitzerband Rauchblau aus dem Herbst- und Winterkatalog dafür. Dann entsteht hier vorne so eine kleine Schleife, der Knoten dahinter kann ich abschneiden, damit das dann nachher nicht im Weg ist. Und am besten habe ich herausgefunden, kriege ich das Ganze durch dieses doch sehr kleine Loch, indem ich einen Bleistift nehme und dann einmal durchschiebe und anziehe. Gut. Ich habe da eben diesen kleinen Smarties Adventkalender, den kann ich dann schon reinlegen und das Ganze hier nun, oh, da spießt das etwas, habe ich schlampig geklebt. Ups. Leitenpech und Pannen. Okay, normalerweise geht sich das wunderschön aus, aber ich schätze mal, das ist hier. Ich schwöre, wenn man es einmal drinnen hat, dann geht es nachher auch ganz einfach rein und raus. Ha. Na, endlich. Okay. Gut. Weiter geht's mit dem Aufleger und dem Designerpapier. Ich habe hier wieder schon vorgefalzt. Hier entsteht eine ca. 2 cm Klebelasche und dieses Stück ist etwas kürzer als dieses Mittelstück, damit, wenn man das zusammenklappt, das auch nicht hier vorne ansteht, weil das eben innerhalb dieser zwei Stücke verschwinden muss. So, damit das auch wirklich, wirklich gut zusammenklappt, dann einmal gut mit dem Falzbeil nachziehen. Dann können wir auch schon das Designerpapier aufkleben. Ich nehme jetzt diese Seite hier und diese Seite hier. Also das wird das Stück, wo dann der Kalender draufgeklebt wird. Und das Stück, das dann später noch den Spruch drauf bekommt. Vorteil am Flüssigkleber, da kann man noch etwas nachadjustieren. Und dann kleben wir das mit der Klebelasche auch gleich. Auf die
hier wieder schauen, dass der Abstand nach hinten und zur Seite circa gleichmäßig ist. Gut, dann kleben wir den Kalender auf und diese kleinen passierten Akzente brauchen wir dann auch noch als Stopper. So, den Kalender klebe ich hier links oben mit etwas Abstand. Das hat auch einen Grund, und zwar nehme ich eben jetzt diese in Color facettierte Akzente. Da nehme ich den größten, der soll dann eben als Stopper agieren. Und das soll sich ausgehen, dass der hier vorne klebt, aber nicht mit dem Kalender in Berührung kommt, sonst braucht das Ganze zu viel Platz und macht zu viel Abstand hier. Hier dazwischen, seht ihr das? Das ist circa gleich hoch, aber es sollte eben nebeneinander sein, dieser Akzent und der Kalender, und nicht an derselben Stelle. Zum Verzieren habe ich zwei Stempelsets ausgewählt. Und zwar habe ich den Spruch gewählt in aus dem Stempelset Frostige Grüße. Der Spruch heißt Liebe, Weihnachtswünsche und einen guten Rutsch. Und aus dem zweiten Stempelset für Herbst und Winter nehme ich diese kleine Schneeflocke, die ich aufstemple. Und zwar auf rauchblauen Farbkarton mit Silber. Okay, man sieht das hier hoffentlich. Und dann nehme ich diese kleine Handstanze aus den Stanzen für jede Jahreszeit. Die passt genau zu dieser Schneeflocke. Und dasselbe mache ich dann nochmal mit auch dem silbernen. Silbernen Tinte, dem Delicata Stempelkissen in Silber, und einem flüsterweißen Farbkarton und den Rest dieses flüsterweißen Farbkartons nehme ich dazu her, dass ich noch das Stempelkissen in Rauchblau verwende und den vorher schon erwähnten Spruch und das Ganze jetzt möglichst gerade aufstemple. Und eigentlich wollte ich nochmal das Schneidbrett verwenden, um das hier zurechtzuschneiden, aber ich mache es jetzt einfach kurz mit der Schere. Das geht schneller. Ich hoffe, es wird halbwegs gerade. So. Ich bin wieder zurück, Pleiten, Pech und Pannen. Jetzt war auch noch der Platz auf meiner Speicherkarte voll. Okay, was ich vorher fertig gemacht habe, bevor ich gemerkt habe, dass die Speicherkarte voll ist, ist, ich habe mit Dimensionals diese drei Sachen noch aufgeklebt. Das war es dann aber auch schon. Diese kleine Box mit Lade und Kalender ist fertig. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nachbasteln und freue mich aufs nächste Mal.
Ihr könnt Details wie immer, vor allem die Detailmaße für diese Box, nachlesen auf meinem Blog www.stempel.at und ich freue mich bis zum nächsten Dienstag. Do it yourself. Tschüss!